Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Video zu den ganzen Class Jaguar Modellen. Da habe ich mich etwas geärgert, dass es über 10 Modelle gab, die ja alle im Grunde identisch waren mit verschiedener Farbe. Es wurde ein bisschen korrigiert, es gab auch kleine Detailänderungen. Habe ich mich auch gefreut, dass die Korrektur kam. Aber im Prinzip wurde trotzdem die Kuh halt gemolken, bis der Markt gesättigt war. Zumindest, wenn ich es böse ausdrücke. Mittlerweile sehe ich das Ganze ja ein bisschen positiver, weil ich mir denke, für Händler ist es schön, naja, zum Teil, weil es doch nochmal den Verkauf ankurbelt. Für Kunden ist es schön, sie können sich aus ganz vielen Modellen eins aussuchen. Wenngleich sie halt leider nicht von Anfang an wissen, was kommt. Schwamm drüber. Es gibt auch negative Seiten, kommen wir gleich zu. Und von Jaguars oder von Class Jaguar Modellen hat man jetzt länger nichts gehört. Da war der letzte mit größeren Orbis. Aber dann kam letzte Woche dieser Trion hier. Und der war Anstoß dieses Videos. Ich wollte mal schauen, wie viele Trions, Axions, Lexions es eigentlich gibt. Und eure Meinung einholen. Denn es gibt, wie gesagt, positive Aspekte, aber auch negative. Und ich, also das Video können wir nicht nutzen, um alle Unterschiede zu besprechen. Bei den Modellen, wo es aber nicht eindeutig ist, wo die Unterschiede sind, die gucken wir uns an. Und da gehört nämlich der dazu. Das ist der Trion 750 Terratrak in der Second Edition. Als der Trion zuerst rauskam, gab es ihn als 750 Terratrak in der First Edition. Und viele fragen sich jetzt, wo ist der Unterschied? Bei Facebook wurde es schon hier und da geklärt. Jetzt nochmal für YouTube. Der Unterschied ist das Kennzeichen und das Bild hier oben. Das war's. Der Rest ist identisch. Jetzt, na gut, ich will heute nicht rummeckern. Man muss aber dazu sagen, damals schon, als der kam, stand irgendwo im Text was von First Edition. Also konnte man ahnen, dass eine Second Edition kommt. Es war jetzt noch so lange her, habe ich nicht mehr dran gedacht, muss ich sagen. Ich habe auch, es haben viele zwischenzeitlich gefragt, ob der nochmal kommt mit Kette. Und ich habe immer gesagt, nee. Und so schnell geht's. Naja, der war also der Anstoß für das Video. Und wir gucken uns einfach mal die Produktpalette durch. Beim Trion haben wir nämlich den 720, Standard Edition. Den 750, der ist eigentlich identisch zum 720, nur anderer Aufdruck. Den 730, das ist der zweite, wenn wir aufsteigend sortieren, der hat ein Rapsgebiss, also kleine Rapsmesser. Alle drei auf Rädern. Und dann 750 Terratrak, First Edition und Second Edition. Die Unterschiede hatten wir gerade. Sind schon mal 5 Trions, wenn ich keinen vergessen habe. Ich habe mich extra nicht vorbereitet, mir extra keine Liste gemacht, um es einfach selbst mal wirken zu lassen. Muss ich echt sagen. Bei den Axions ist es ähnlich. Da haben wir, damit ging alles los, den Axion 870. Standard-Lack. Limitiert. War super schnell weg. Parallel kam der Axion 850, unlimitiert. Identisches Modell, anderer Aufdruck. Der ist unlimitiert und kommt jetzt immer mal wieder. Ist aber ein Dauerbrenner, läuft richtig gut. Genau denselben gab es als verdreckte Edition. Sind also schon 3. Und dann gab es, da bin ich mir jetzt nicht mal sicher, ob es 870 oder 850 war, die Bollmer Edition, die Stotz Edition, die vernetzte Edition, die Reifen, die Edition mit Doppelreifen. Bei denen komme ich echt nicht mit, ob das 850er oder 870er sind. Im Produkt, auf der Website, in der Produktbeschreibung seht ihr es ja. Oder schon im Titel. Und vielleicht habe ich noch einen vergessen. Vielleicht gab es noch eine Nordamerika-Edition. Ich glaube nicht. Das gab es bei Viking. Naja. Sind auch genug Axions von Ross. Und ja, Punkt. Sind genug Axions. Da sind die Unterschiede eigentlich gut erkenntlich, würde ich sagen. Also meistens ist es der Lack. Eigentlich immer.
Und zwischen 8,50 und 8,70 war es halt der Aufdruck. Bei den Lexions kommen wir in neue Dimensionen. Da gibt es unzählige. Die 6000er-Serie ist recht schnell abgefrühstückt. Die ist auch schon älter, die wurde nicht neu aufgelegt. Das ist halt noch Bestandsware. Da gab es 6800 mit Kette und Rädern und 6900 mit Kette und Rädern. Dann kam ja mit großem Hype die Lexion 8000er-Serie. Als, ich nenne es jetzt mal First Edition, weil später kam noch das Modelljahr-Update 2023. Bei der First Edition müssen wir eigentlich nicht drüber reden, aber da gab es auch 8900 TT, sogar in zwei Editionen, nee, sogar in drei Editionen, ein 8800 TT und ein 8700 auf Rädern, glaube ich. Und jetzt, das ist alles ausverkauft, jetzt kommen wir mal zum Bestand. Das ist dann die Modelljahr 2023er Version von den 8000er Lexions. Und da vergesse ich bestimmt einen. Da haben wir, um oben anzufangen, einen 8900 Terratrak mit Getreideschneidwerk. Einen 8900 Terratrak Australien Edition. Könnte auch 8800 Terratrak sein. Da ist ganz interessant, das ist nicht so einfach, die Unterschiede zu sehen. Es ist die getönte Scheibe in der Kabine und ein Sticker hinten auf dem Bubsa. Oversize oder irgendwas steht da. Das ist der einzige Unterschied. In dem Zuge kam noch ein 8800 Terratrak ganz normal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es einen auf Rädern gibt als Modelljahr 2023. Das ist irre, man kommt nicht mehr mit. Was es auf jeden Fall noch gibt, sind ja die Versionen mit Maisgebiss. Da gab es den 8900 TT mit Maisgebiss, den 8700 auf Rädern mit Maisgebiss und jetzt ganz frisch den 8800 TT mit schwarzem Maisgebiss. Und irgendwann, da weiß ich gar nicht mehr welches Modelljahr, gab es noch ein mit schwarzem Getreideschneidwerk. Ich glaube, das war noch nicht Modelljahr 2023. Zählte auch als Nordamerika-Edition. Und wie gesagt, vermutlich habe ich einen vergessen. Das sind also jetzt auch nochmal viele Lexions. Und das ist schon irre. Und das wollte ich einfach mal in einem Video servieren, was es alles so gibt. Und da haben wir ja noch nicht mal von allen gesprochen. Es gibt ja noch von Viking die Axion-Serie 69. Die gab's. Boah. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die gab es als Nordamerika-Edition, als graue Version, als normale Version. Und bestimmt noch mehr. Also es ist eine Entscheidung von Klaas. Es liegt nicht an Marge, dass die sagen, komm, wir bringen noch einen, noch einen, noch einen. Weil das machen alle Hersteller. Die Axions waren von Ross, die Lexions von Marge, die Trions von Viking, die Axions in der 900er-Serie von Viking. Also, es ist Klaas' Entscheidung. Und jetzt bin ich gespannt, ob man es gut findet oder schlecht. Ich hatte es schon angedeutet, man kann es gut finden. Man hat die ultimative Auswahl im Detail. Also für den, der nicht nur irgendein 800er Axion will, sondern den Axion 870, der hat vielleicht Glück, dass einer unter den 10 dabei ist, den er genauso will. Für alle anderen gilt es auch. Und dann gibt es die, die es doof finden, weil sie halt eigentlich gerne alles sammeln würden. Das ist ja auch bei manchen so der Anreiz am Sammeln, dass man vom Hersteller vielleicht alles hat. Ja, die haben mittlerweile verloren. Also da kommt ja kein Geldbeutel mit. Vom Platz ganz zu schweigen. Gerade was die Lexions angeht. Und eigentlich kann man diese zwei Seiten auch auf Händler projizieren. Also als Händler kannst du es gut finden, weil es vielleicht die Verkäufe ankurbelt. Bin ich nicht so überzeugt von, weil gerade die Trions, da lief der auf Kette halt super. Die Variante danach auf Rädern, da habe ich mich voller Euphorie eingedeckt. Pustekuchen, die laufen nicht. Und
bei den Lexion kommt ein ganz neues Problem zum Tragen. Die sind halt einfach kacke groß, die Kartons. Und jetzt haben wir, wie viel habe ich aufgezählt? Also genügend Lexions. Und ich will ja gerne als Händler alle auf Lager haben. Ich will ja nicht eine Bestellung kriegen, um es dann bei Klaas zu bestellen, um es dann zu verschicken. Das ist ja doof. Also als Händler, für mich persönlich, ich finde es auch nicht so cool. Klaas wiederum kann ich natürlich verstehen. Ich meine, so eine Form kostet Geld. Klaas muss die erstmal bezahlen. Dann nutzt man die Form doch lange und melkt die Kuh. Naja, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt und freue mich auf den Austausch unter dem Video. Und dann wünsche ich uns und euch ein schönes Wochenende. Wir können alle mal drüber nachdenken. Und am Ende kaufen wir die Modelle, die wir wollen und nicht alle. Und in diesem Sinne, macht's gut.